Salve! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht heute um einen Autorinnen-Schuber. Also eine Auswahl von 10 Büchern, die man als Gesamtpaket eines Schubers verkaufen könnte. Oder falls ihr noch nie was davon gehört habt, es ist entstanden auf Instagram. Die liebe Nicole Seifert vom Nacht- und Tag-Blog, der natürlich unten verlinkt ist, hat darauf aufmerksam gemacht, dass die SZ, also die Süddeutsche Zeitung, einen Artikel rausgebracht hat, in dem sie sich rühmt, dass ein Schuber auf den Markt kommt mit 10 Werken der Weltliteratur. Ja, und bei genauerem Betrachten ist es so, dass diese 10 Werke der Weltliteratur nur von Männern geschrieben sind. Ja, und die Nicole hatte dann die Idee, einfach ihren eigenen Schuber, aber eben nur mit weiblichen Autoren in die Welt zu rufen. Das Ganze hat auf Instagram schon höhere Wellen geschlagen und es gibt einen eigenen Hashtag dazu, da könnt ihr auch mal reingucken. Und ja, jeder, der sich dazu aufgerufen fühlt, darf dort mitmachen. Ich zeige euch heute die Auswahl meiner 10 Bücher, die in meinen persönlichen Autorinnen-Schuber reingehören. Ich fange mal mit einem etwas unbekannteren Werk meiner Meinung nach an. Es war sogar 2011 für den Man Booker Prize nominiert, es war auf der Shortlist. Ich habe dieses Buch in einem 1-Euro-Shop irgendwo auf dem Wühltisch gefunden. Und das Cover hat mich doch irgendwie angesprochen und ich habe es dann mitgenommen. Und es geht um Der Atem der Welt von Carol Burch. Und es ist ein Buch, was im 19. Jahrhundert spielt. Und zwar Jeffy und Tim heuern als Schiffsjungen auf einem Walfängerschiff an und begeben sich auf die Reise nach Indien. Und auf dieser Reise machen sie Erfahrungen, die an die Grenzen des Menschseins führen. Ich grinse jetzt so ein bisschen. Es drückt nicht ganz das aus, was eigentlich hier passiert. Ich habe das in der Zeit gelesen, als ich auch das Buch Terror von Dan Simmons gelesen habe. Und wer dort vielleicht die Serie oder vielleicht auch das Buch selbst gelesen hat, der weiß, was an die Grenze des Menschseins bedeutet. Und das ist schon harter Tobak. Ich habe von diesem Buch damals gar nichts erwartet und ich habe aber sehr, sehr viel bekommen. Es hat mich richtig schockiert und es ist nach wie vor in meinem Kopf und ich finde deswegen hat das eine Berechtigung auch in den Schuber der Weltliteratur zu gehören. Zumal es auch ein bisschen unbekannt ist und das eigentlich sehr schade ist. Ja, weil es einfach wirklich ein großartiges Buch war mit sehr viel, was man daraus mitnehmen kann, was nicht unbedingt schön ist natürlich. Man ist schockiert und kriegt dann noch ein klein bisschen Hoffnung hinterhergeschoben. Bei dem zweiten Buch finde ich genauso, dass es einen wesentlich größeren Hype verdient hat. Ich habe das schon öfter mal angesprochen, das Buch, aber irgendwie fühlen sich nicht so viele Leute dazu aufgerufen, das zu lesen. Deswegen starte ich jetzt nochmal einen Versuch. Eins meiner besten Bücher des Jahres 2019 ist auf jeden Fall von Tara Westover befreit. Es ist ein autobiografischer Roman, der von einer jungen Frau erzählt, die in einem mormonischen Haushalt aufwächst und mit 17 Jahren zum Beispiel das erste Mal einen Klassenraum von innen sieht. Die Mormonen leben in erster Linie autark. Die wollen vom Staat nicht abhängig sein und einhergeht damit auch, dass sie nicht zum Arzt gehen, dass sie keinerlei medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und dass sie ihre Kinder zu Hause ausbilden. Das alles natürlich unter der Hand eines strengen Glaubens. Und Tara erzählt die Geschichte, wie sie in Idaho an einem Berg aufwächst, wie das für sie war. Sie erzählt die Geschichte, wie ihr Vater einer Paranoia verfällt und natürlich noch ein sehr fanatischer Mormone ist. Es geht in dem Buch nicht darum, das Mormonensein auseinanderzunehmen. Nein, es geht darum, wie Tara ihren Weg für sich selbst gefunden hat, indem sie eben gemerkt hat, was bei ihrer Familie besonders ist. Bei dem Buch hat mich einfach wahnsinnig begeistert, dass Tara eine ganz einfache Sprache wählt, trotzdem ganz viel Atmosphäre mit in das Buch bringt und das Buch an den wichtigen und richtigen Stellen trotzdem sehr hoch dann aufwarten kann mit ihren Gedanken, die sie spinnt und mit Metaphern, die sie bringt. Und vom Schreibstil her ist es sogar so weit, dass es am Ende noch einen richtigen Drive entwickelt. Also es war wirklich eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Ich blätter immer wieder drin rum und ich finde es ganz, ganz toll. Es ist am Ende zwar nicht so, dass man wie vielleicht so ein Hollywood-mäßiger Befreiungsschlag stattfindet, aber es ist total authentisch und man kann einfach mit ihr so gut mitfühlen. Man möchte natürlich auch zwischendurch mal zu ihr gehen und sagen, hey, ich schüttel dich jetzt mal, komm mal klar, guck doch mal hin, was mit dir passiert. Das ist nicht richtig so, aber sie macht ihre eigenen Erfahrungen und sie kommt auch an den Punkt, wo sie merkt, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Das heißt, befreit, wie Bildung mir die Welt erschloss
Und ja, sie hat eine ganz besondere Geschichte und ich freue mich, dass ich sie gelesen habe und ich werde sie auf jeden Fall auch nochmal lesen. Einen echten, benannten Klassiker der Weltliteratur ist geschrieben von Charlotte Bronte und ist Jane Eyre. Und ist schon ein paar Jahre her, wo ich das Buch jetzt gelesen habe. Es ist im Grunde eine modernere Aschenputtelgeschichte, aber mit einem ganz eigenen Ton. Und es geht ja auch nicht um einen Prinzen, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Jane Eyre ist eine Gouvernante und wächst selber auch im Kinderheim auf, fühlt sich den Kindern sehr hingezogen. Also sie beschließt, dass sie Kinder auch zum Beispiel unterrichten möchte. Und irgendwann ist es dann so, dass ihr ein Posten in einem sehr großen Herrenhaus auf dem englischen Land angeboten wird. Da das Buch auch im 19. Jahrhundert spielt, ist es das viktorianische Zeitalter und es hat natürlich diesen Gothic-Faktor mit drin. Also es ist so eine kleine Gruselgeschichte noch mit verwoben und das habe ich damals, als ich gelesen habe, nicht erwartet. Ich dachte wirklich, es wäre eine mehr oder weniger klassische Liebesgeschichte. Ist es gar nicht, weil das irgendwie auf einer ganz eigenen Ebene spielt, weil es einfach auch nicht so viele Klischees bedient. Eher sind hier Klischees daraus entstanden. Ich mochte Jane Eyre als Hauptfigur. Ich mochte ihren Lebensweg. Sie ist sehr inspirierend, weil es in einer Zeit spielt, wo Frauen eben noch nicht so ihren eigenen Kopf haben. Aber sie ist mehr oder weniger auch so ein bisschen dazu gezwungen, weil sie halt auch furchtbar allein auf der Welt ist. Es ist melodramatisch und es ist ein bisschen dunkler als andere Liebesromane. Und genau das mochte ich daran. Ich fand das Buch großartig und für mich gehört das auf jeden Fall in den Schuber der Weltliteraturautorinnen. Und das gehört für mich auf jeden Fall auch in den Schuber. Ja, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sich jetzt wundern wird, weil ich in einem Lesemonat, in dem ich dieses Buch besprach, eigentlich nicht so große Stücke drauf hielt. Das möchte ich jetzt nochmal in ein bisschen anderes Licht rücken. Es geht um Den Distelfink von Donna Tartt. Ein richtig fetter Schinken mit, ich glaube, fast 1000 Seiten. Es gibt, ja, 995. Es gibt ein Hörbuch dazu, was ich auch empfehlen kann. Das hat mir bei dem dicken Schinken damals ein bisschen geholfen. Und Donna Tartt erzählt die Geschichte von einem Jungen, der mit seiner Mutter in einem Museum ist. Während die beiden in dem Museum sind, passiert ein Terroranschlag. Seine Mutter kommt dabei ums Leben und er fühlt sich durch eine dritte Person, die er dort während des Terroranschlags kennenlernt, irgendwie dazu bewogen, ein sehr berühmtes Porträt aus diesem Museum mitzunehmen. Und davon erzählt er keinem und davon erzählt er viele, viele Jahre keinem. Und wir begleiten ihn auf seinem Lebensweg. Es gibt zwei Pole in seinem Leben. Das ist einmal so ein Schreiner, der heißt Hobie und er fühlt sich zu ihm in einer väterlichen Weise hingezogen, weil er auch selber halt ohne Vater aufwächst. Ja, und Hobie bringt ein bisschen Ruhe und ein bisschen Sinn in sein Leben. Er erdet ihn sehr. Und da gibt es noch einen anderen Gegenpol, der genau das Gegenteil tut. Ja, er ist immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Milieu und Einsiedlerei, so würde ich es nennen. Die Liebe spielt für ihn auch eine Rolle. Und ja, es geht um ihn, um den Lebensweg von ihm und sich selbst zu finden. Die Geschichte, ich gestehe es und ich sage es auch nochmal, hat mir nicht so gut gefallen, weil es zeitweise auch viel um Drogen ging. Nicht die ganze Zeit, aber diese Aspekte mochte ich irgendwie nicht so gerne. Aber der Grund, warum Donna Tartt, wenn es nicht unbedingt dieses Buch ist, vielleicht ist es auch die geheime Geschichte, die ich noch nicht gelesen habe, warum Donna Tartt in den Autorinnen-Schuber gehört, ist, weil sie eine der herausragendsten Schreiberinnen ist. Ich kann es nicht anders sagen. Sie hat sie ist ein Naturtalent für Sprache. Sie charakterisiert Menschen auf dem gleichen Niveau wie zum Beispiel Thomas Mann, der den Zauberberg und die Buddenbrooks geschrieben hat. Also völlig faszinierend hänge ich förmlich an ihren Lippen, wenn ich ihre Beschreibungen lese. Sie macht das Ganze natürlich sehr episch. Ich glaube, alle ihre Bücher sind etwas dicker, aber ich habe selten jemanden gelesen, der so eine tolle Sprache hat und so weiß, die Worte einzusetzen und Sprache für sich zu nutzen. Ich bin immer noch fasziniert davon und deswegen gehört das für mich in den Autorinnen-Schuber. Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr subjektives Buch, was ich hochhalte, aber ist für mich halt eins meiner liebsten Reihen aller Zeiten, ist von einer Frau geschrieben und deswegen halte ich es jetzt hoch. Außerdem ist es ein historischer Roman und auch historische Romane dürfen doch gerne in einen Schuber, oder? Ich glaube, ich brauche nicht zu erklären, worum es in Outlander geht. Es gibt ja auch die Fernsehserie dazu. Mich hat das Buch beeinflusst, es hat mein Leben verändert, kann man sagen, weil es in mir die Liebe für Schottland, für ein Land und für eine Kultur geweckt hat, die mittlerweile so weit geht, dass sie von dem Buch und von der sehr umfangreichen Saga auch abgenabelt ist. Und
Auch Diana Gabaldon, die hat so einen ganz weichen, wunderbaren Schreibstil. Wenn man das Buch aufschlägt und die Zeilen liest, fühlt man sich immer zu Hause. Jeder, der Outlander liebt, kann das, glaube ich, bezeugen. Alle sagen das, sobald man Outlander aufschlägt, wenn man es denn mag, fühlt man sich zu Hause. Und das kenne ich auch aus keinem anderen Buch. Und immer wenn ich nicht weiß, was ich lesen soll, dann lese ich ein bisschen Outlander. Ja, ist eine Geschichte, die ich immer wieder lesen kann, immer wieder lesen werde und die vielleicht nicht unbedingt klassischer Weltliteratur entspricht. Soweit will ich jetzt gar nicht gehen. Es ist schon, den Fokus legt sie auf Unterhaltung. Ja, für mich nicht mehr wegzudenken aus meinem Bücherregal und deswegen möchte ich alle nochmal, die das auf dem Sub liegen haben, nochmal hier aufrufen. Lest es endlich mal, weil es gut ist. Es ist lang, es ist episch, der Spannungsbogen ist langgezogen, aber das macht gar nichts, weil wenn man in der Geschichte drin ist, dann können es eigentlich nicht zu viele Seiten sein. Ja, ich liebe es. Das nächste Buch wird wahrscheinlich auch jeder zumindest schon mal irgendwo gesehen haben. Trotzdem muss ich es ansprechen, A Little Life oder Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Das ist die englische Ausgabe, die ist ein bisschen größer, hat auch einen anderen Buchrücken als die deutsche. Ich habe es damals auf Englisch gelesen, bevor es auf Deutsch übersetzt wurde. Und war damals so ein bisschen die Einzige und wusste auch gar nicht so richtig, wie ich mich damit positionieren soll, weil das Buch einfach so intensiv ist. Es hat im Deutschen auch fast 1000 Seiten. Es geht um eine Freundschaft von vier Männern, JB, Willem, Jude und Malcolm. Ich habe sie doch noch drauf, genau. Es ist halt jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo ich das gelesen habe. Und ich habe mir jetzt das deutsche E-Book und das Hörbuch dazu gekauft, weil ich jetzt demnächst, spätestens 2020, das Buch auf jeden Fall nochmal lesen will. Man sieht ja hier dieses Bild auf dem Cover, was auch im Deutschen übernommen wurde. Und es lässt stark darauf schließen, dass das Jude sein soll. Je weiter man in dem Buch voranliest, desto mehr kristallisiert sich heraus, dass Jude irgendwas in seiner Vergangenheit erlebt hat, was ihn geprägt hat. Und Jude ist ein ganz, ganz sensibler Mensch und sehr verletzlich und sehr instabil. Und davon handelt eigentlich die Geschichte. Wenn man das Buch am Anfang durchliest, denkt man vielleicht, boah, was haben sie denn alle, was erzählen sie denn alle, dieses Buch wäre so krass. Es baut sich wirklich bis zum Ende hin, bis zum Höhepunkt auf. Und viele Leute, die ich kenne, die dieses Buch gelesen haben, bei denen war es dann so, dass die dann, ich sag mal, weniger Anspruchsvolles gar nicht mehr so richtig ernst nehmen konnten. Also da konnte ich wirklich 2, 3, 4 Menschen, fallen mir da spontan ein, denen es mit diesem Buch so ging und genauso ging es mir mit dem Buch. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, ich habe am Anfang sehr viele Liebesgeschichten gelesen, sehr viel New Adult gelesen. Nach dem Buch ging es auf einmal nicht mehr. Das hat irgendwie wie einen Schalter bei mir umgelegt und deswegen ist es halt auch ganz besonders. Abgesehen davon hat Hanya Yanagihara auch einen Schreibstil, der einen regelrecht ansaugt. Also sie kann auch Dinge erzählen, die eigentlich in der Form gar nicht so interessant sind, wie zum Beispiel, wenn Licht in einen Zugwaggon fällt, was der Erzähler dort erlebt, wie die Menschen um ihn herum auf einmal erscheinen. Also sie findet absolut die richtigen Worte für die richtigen Sequenzen und das ist faszinierend. Also ich finde halt sprachlich ist es auch völlig herausragend, genau wie die Geschichte, die viele Menschen maßgeblich beeinflusst haben und deswegen gehört das in den Autorinnen-Schuber. Ja, ich habe noch einen Klassiker für euch in einem eher, nicht so aussagefähigen Cover, aber es ist von Sturmhöhe von Emily Brontë oder Wuthering Heights heißt es auf Englisch, habe ich damals gelesen und trotz vieler Stimmen, die dieses Buch gar nicht so gut finden, mochte ich es. Ich mochte es, weil es dieses Setting so einmalig war. Es geht um eine Burg oder eine Residenz auf einer Klippe, wo den ganzen Tag ganz schroff der Wind weht. Sogar die Bäume biegen sich nach diesem Wind. Vor dieser Atmosphäre spielt sich eine tragische Liebesgeschichte ab. Schlimmer als schlimm. Und nun sagen sie, wie sie ihn lieben. So wie jedermann liebt. Du bist dumm, Nelly. Durchaus nicht. Ich liebe den Boden unter seinen Füßen und die Luft über seinem Haupt und alles, was er berührt. Jedes Wort, das er sagt. Ich liebe alle seine Blicke und all sein Tun und ihn selbst, ganz und gar. Also nun. Klingt fast wie ein Reim und die Sprache mag auch ein bisschen veraltet sein. Ich finde aber trotzdem, dass es seinen ganz eigenen Charme hat. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Übersetzungen von diesem Buch. Es war doch irgendwie eine besondere Form von Liebesgeschichte, weil es auch keine Liebesgeschichte ist, weil es auch eigentlich eher ein Drama ist. Und dieser ganze Klang dieses Buches äußert sich eigentlich auch von Anfang an. Und es ist traurig. Ja, manchmal mag ich traurige Sachen und ich fand es auch besonders. Es war nicht so formell wie die anderen Bücher,
Und deswegen bleibt mir das nach wie vor im Kopf und gehört durchaus auch in den Schuber. Beim nächsten Buch will ich gar nicht so viel erzählen, weil ich euch in letzter Zeit einfach auch schon unheimlich viel über dieses Buch und den Nachfolger des Buches erzählt habe. Das ist nämlich der Report der Magd von Margaret Atwood. Das Buch ist ja schon in den 80ern erschienen. Es geht um versklavte Leihmütter in einem dystopischen Staat, der einfach ganz einfach aufgebaut ist, der mit ganz vielen Elementen arbeitet, wie Unterdrückung und Gewalt. Und die werden aber alle unter dem Schutzmantel des Glaubens durchgesetzt und es herrscht ganz viel Ordnung. Und ja, diese Welt, in der wir die Protagonistin hier begleiten, die ist einfach so, ich weiß nicht, ich finde gar nicht das richtige Wort, beklemmend, das ist so ein Wort aus der Rezensentenreihe, das will ich gar nicht so sagen, aber es ist eine Welt in der Welt, als ob sie in einer Glaskuppel leben und mit dieser Protagonistin hält man es aus, da durchzugehen, weil sie die einzige ist, die einem wirklich Hoffnung gibt. Gibt dazu eine Serie, dazu sind mittlerweile 3 Staffeln draußen, die gehen über das Ende des Buches hinaus, knüpfen aber an den neuen Band, der jetzt gerade frisch erschienen ist und auch jetzt 2018 den Man Booker Prize bekommen hat. Margaret Atwood selbst ist auch gerade 80 geworden und ich liebe Margaret Atwood, das habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, glaube ich. Und ja, Reporter Markt war für mich eins auch der Bücher, die ich nicht vergessen werde und die ich immer wieder lesen würde und deswegen gehört es auch für mich in den Autorenschuber. Ich kann mich immer nicht entscheiden, ob diese Geschichte oder die unendliche Geschichte meine liebste Kindergeschichte ist. Aber wer definitiv einen Platz verdient hat im Autorenschuber ist Astrid Lindgren. Mio, mein Mio ist ein märchenhaftes Geschichtlein über einen Jungen, der ohne Vater aufwächst und bei seinem Onkel und seiner Tante aufwächst, die ganz gemein zu ihm sind. Dann hat er eine Verbündete, das ist eine Frau, die einen Kaufmannsladen betreibt und die gibt ihm eines Tages einen goldenen Apfel mit. Und das ist das Erkennungszeichen. Und es passiert, dass er in das Land der Ferne reist. Und ich selber habe das Buch schon, ich weiß nicht wie oft gelesen, und ich habe es mit meinem Sohn mittlerweile auch das zweite Mal gelesen. Und er hat das für einen Vorlesewettbewerb in der Schule benutzt. Und das Buch ist auf eine ganz märchenhafte Weise auch geschrieben, also auch der Erzählton. Dadurch, dass sie ganz oft immer wiederholt, jeder Charakter hat so seine eigene Phrase. Und es ist auch so in dieser Märchenwelt so mittelalterlich ursprünglich. Mit diesen Elementen arbeitet sie auch und ist wirklich eine der schönsten Kindergeschichten, die ich kenne, in der ich regelmäßig immer ein Tränchen vergieße und ich liebe diese Geschichte. Wenn ihr Kinder habt, lest sie ihnen bitte vor. Wenn ihr keine Kinder habt und was zum Kindergeburtstag verschenken sollt, verschenkt dieses Buch bitte. Ist selber auch natürlich jetzt eine alte Ausgabe, aber auch die hat ihren Charme. Ja, Astrid Lindgren, auch eine ganz, ganz, ganz tolle Autorin und gehört auf jeden Fall in den Schuber. Ganz einmalig. Last but not least habe ich auch ein Buch für euch, was ich neulich erst gelesen habe und auch umfangreich besprochen, auch in mehreren Videos schon. Trotzdem ist es von einer Autorin, die ich sehr schätze. Sie ist so witzig, unsere Angela Lena. Sie hat Vater Unser geschrieben und in Vater Unser geht es um eine verrückte Protagonistin, die uns die Geschichte erzählt, wie sie in eine Irrenanstalt eingeliefert wird. Und wir verfolgen einige Sitzungen mit dem Psychiater von ihr und sie merkt, dass ihr Bruder auch in dem Irrenhaus ist. Das ist die Grundlage der Geschichte. Aber es schwingt so ein ganz bestimmter Ton bei unserer Protagonistin Eva Gruber mit, weil sie sehr skurril, aber auch sehr intelligent ist und es schafft, alle Menschen um sich herum mit viel Charme und auch viel Witz zu manipulieren. Man aber als Leser auch nicht wirklich weiß, ist das wahr, was sie erzählt. Und man merkt, irgendwas stimmt nicht. Sie versucht damit irgendwie was zu kompensieren oder zu vertuschen. Und es ist nicht so ganz klar, was. Und man will natürlich im Endeffekt wissen, was. Das ist so das, was auch einen in die Geschichte zieht. Und das Buch war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das Buch hat den Österreichischen Buchpreis gewonnen. Das Buch hat eine ganz klare, einfache, zeitgenössische Sprache, ohne viel Schnickschnack drumherum. Es lässt sich halt wirklich auch super lesen. Und es hat halt diese besondere Perspektive der Eva Gruber, der Verrückten an sich. Und das kenne ich so in der Form auch nicht. Und ich mag dieses Buch sehr, ist auch eins meiner Jahreshighlights. Und Angela Lena darf mit in den Autorinnen-Schuber. Da möchte ich mich für einsetzen, ja. Ja, meine Lieben, das war's. Ich habe euch 10 Bücher von ganz tollen Autorinnen querbeet einmal vorgestellt und ich hoffe, es war für euch was dabei.
Bitte sagt mir, welches Buch euch anspricht, welches ihr noch nicht kennt, oder sagt mir, ob ihr meiner Meinung seid. Oder, was mich auch interessiert, sagt mir eure 10 Bücher von Autorinnen, die auf jeden Fall in so einen Schuber reingehören. Ja, ihr könnt den Hashtag mal auf Instagram verfolgen, da füllen sich die Bilder und jeden Tag kommen neue dazu. Ich freue mich, dass ihr Interesse an dem Video hattet, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Bye, bye.